Gleich, gleich. So. So. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Habt was getrunken. Was? Warte, wir können jetzt eigentlich. Warte, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Wir schauen noch kurz hier rum. Nochmal kurz hier rum und dann gehen wir ins Bett. Aber ist ja cool, wenn. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch. Aber es ist ganz praktisch, dass wir hier dann wirklich so einen Schlafplatz haben. Gut. So, dann würde ich sagen, quatschen wir nochmal kurz mit den beiden. Was genau? Wieso hocken die hier mit einer Angel und Wein? Okay, interessant. Gut. Sehr seltsam. Okay. Ups. So. Ich glaube, hier können wir dann auch wirklich nicht mehr viel machen. Oh, war das eine Diesel? Nee, glaube nicht. Ich weiß halt ja nicht, wie lange so ein Tag braucht. Also es ist jetzt 16 Uhr. Und wie lange braucht der Tag, um... Life on the Edge. Warte, ich schau mal kurz. Warte, wir waren jetzt ein paar Minuten draußen. Und wie lange war das jetzt? Ach komm, okay. Das waren jetzt fast 3 Stunden. Wie wir draußen waren. Okay, dann schlafen wir mal bis 6 Uhr. Krass. Die Zeit vergeht ja richtig schnell. So, good morning. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, ciao. So. Ja, ist schon schön hier. Warte mal, aber ich mach mal für den Stream, mache ich das Ganze mal ein bisschen heller. Damit man. Warte. Dann könnt ihr, glaube ich, auch ein bisschen besser sehen. Für mich ist das halt jetzt ein bisschen überlichtet, aber für den Stream ist es, glaube ich, besser so. Also könnt ihr mal reinschreiben, ob es jetzt besser ist oder schlechter. So. Also gerade ist... Oh, hier gibt es ja voll viele Füchse. An sich, jetzt ist ja Tag, jetzt ist es ja mehr oder weniger wurscht. Ich find's geiler, okay. Die Mäuse aktualisiert, ja, dann... Aber die Farben sind nicht mehr schön. Ja. Warte, dann machen wir es so. Warte, Video. Dass ich es wieder normal mache und wenn es dann dunkel wird. Ja. Gut, dann gehen wir mal kurz bei den Mäusen vorbei.
Oder mal. Ja, komm. Dann haben wir das hinter uns. Dann haben wir das hinter uns und danach kommen die. Wie nah kann ich denn? Kannst du dich mal umdrehen zu mir und dann. Ja, wobei. Das geht ja. Jetzt haben wir einen Kompass. So, Leinwand. Ja. Übermalen. Du bist dabei, eins deiner Bilder zu übermalen. Ja. Schade. Machen wir auch hochkant, oder? So mit einem halben Mond. So, könnte das geil werden. So. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. So. Dann jetzt die Mäuse. Und danach die Vogeltante. So, die Mäuse sind da hinten, glaube ich. Von daher kommt man, glaube ich, auch hoch. Aber es ist jetzt sehr wurscht. So. Mal schauen, ob die Mäuse jetzt alles wieder aufgefressen hat. Wobei es hat geregnet, also wird es wahrscheinlich eher weniger so sein. Es sind Planken. Ich habe Planken gefunden. Kann ich das? Das ist eine Hängematte. Kann ich die nicht mitnehmen? Ah, oh, schade. Oh, Märchen aus East Shade, Band 2. Eine Eulin und ein Bär gingen einmal zum Strand, um einen Wettbewerb zu veranstalten, wer mehr Fisch fangen könnte. Der Bär brüllte und die Fische erstarrten vor Angst, sodass der Bär sie fangen konnte. nein, ich will nicht klauen. Nein, hier ist doch niemand. Die Eulen flatterte mit den Flügeln und griff die Fische von oben an. Die Fische flohen nicht, weil die Eulen kurz ins Wasser stieß, um einen zu fangen. So kämpften sie bis Mitternacht, als jeder einzelne Fische im Meer gefangen hat. So, Entschuldigung. Der Bär war sich ganz sicher, die meisten Fische gefangen zu haben und rollte sich müde in seinen Bau zusammen, um lange auszuruhen. Die Eulen flog zurück in ihr Nest, um ein Nickerchen zu halten, denn die Fische. Was? Um ein Nickerchen zu halten, denn. Pum, pum, pum. Die Fische jedoch schwammen immer noch in den Fangkörben herum und sie wollten nicht gefressen werden. Ja, klar. Sie schoben und stießen, bis die Körbe einen Hügel herabfielen. Mit einem großen Plätschern landen sie ins Meer. Doch als die Körbe zerbrachen, war das Wasser, das die Fische atmeten, plötzlich überhaupt nicht salzig. Sie waren aufs. Ah, Entschuldigung. Das ist so komisch, wenn ich mich ein bisschen versetzt in ein Mikro höre oder in ein Headset höre. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Sie waren aus Versehen in einen See statt in den Ozean gefallen. Die Fische gefiel ihr ruhiges Dasein ohne Riesenozeanwellen. und so lebten sie sich im Senkwaldsee und dem Schmetterstromfluss ein und lebten dort bis heute. Die Eulen und der Bär erwachten übrigens nach einer langen Zeit aus ihrem Schlaf und hatten den Wettbewerb längst vergessen. Sehr schön. Am Anfang so ein Bild. 30 Minuten nachdenken. Jetzt so ein Bild übermalen und hochkant anpassen. Weiter geht's. Was ist nur aus dir geworden, Tobi? Ah, schön. Nach einer warmen Begebenheit, das stimmt. So, jetzt können wir aber eine neue Leinwand machen. Sehr schön. Das tut gut. So. Na du. Ahoy there, traveller! Alas, those carrot chompers are still at it. Oh. Seems the mice are trapped inside my new fence. Although,
They never leave so much as a stem behind. Hungry little creatures, aren't they? Was ist mit meiner Belohnung? Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Why don't you stop by K&K Apothecary? Kai and Kaelin should have some repellent that'll send any critters bolting. They live west of here, along the riverbank on the south side of the Blushwoods. See you soon. Gut. Okay, jetzt gehen wir erstmal zu der Eulentante. Was stehst du da einfach so rum? Hä? Hä? Wisst was, hä? Na gut. Er will nichts. So. Hui. Wo war nochmal die Vogeltante? Ziemlich nah am Fluss, gell? Also nicht an den Fluss, sondern an... Was ist das denn? Wahrscheinlich nachts macht das irgendwie Licht oder so. Vielleicht. Oh, das ist, glaube ich, das Gegenstück dazu, oder? Ja, ein Spiegel. Mutwils Spiegel. Wenn der Himmel wieder blau wird und die Sonne wieder erscheint, nachdem er rot und kalt glimmte, werde ich mein Licht auf dich richten, aber zögere nicht. Wenn die Luft sich schon gold färbt, lösche ich mein Licht. Denk scharf nach. Oh nein, es ist ein Rätsel. Denk scharf nach, du sollst dich nicht wehren. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Du musst du es reflektieren. Nur dann kann ich dir Zugang zur Wahrheit gewähren. Also, wenn der Himmel wieder blau wird und die Sonne wieder scheint, nachdem er rot und kalt glimmte, werde ich mein Licht auf dich richten. Aber zögere nicht, wenn die Luft sich gold färbt, lösche ich mein Licht. Also quasi, nach dem Sonnenaufgang bis zum Abend quasi. Denk scharf nach, du sollst dich nicht wehren. Nicht nur einmal, sondern zweimal musst du es reflektieren. Ach, da ist auch noch eins. Okay. Nicht nur einmal, sondern zweimal musst du es reflektieren. Ja. Warte, aber ich muss ja irgendwie... Gibt's hier noch mehr von denen? Ah, da gibt's noch eins. Ich stelle es einfach mal hier hin. Ich suche mal die Gegend ab, ob noch ein Pilz da ist. Nee, ob da nur zwei sind. Eigentlich. Warte mal, ich mach's mal trotzdem so. Einfach damit ich sehen kann, ob irgendwas passiert. Es passiert nicht. Kann ich mit dem da vorne noch was machen? Nee, der bleibt jetzt so. Aber ist die richtige Zeit? Nachdem er rot und kalt glimmte, werde ich mein Licht auf dich richten. Also sind wir
quasi schon, ja klar, da ist die Sonne, also die Sonne müsste... Also bin ich, also ja, ich bin glaube ich viel zu früh oder zu spät. Ich glaube zu früh. Das werden wir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich glaube, in der Früh müssen wir dahin. Weil jetzt ist es, denke ich mal, schon Nachmittag. Von der Zeit her. Nee. Hm, da ist noch ein Schlafsack. Aber der wird bewacht. Na du? Hallo? Beautiful place to come and think. Ja. What did you say? Auf jeden Fall. Es ist schön hier. Was tust du hier draußen? Andere Gegenden liegen mir mehr. This place will always be closest to my heart. Hm. My husband liked to come out here and fish. We spent many nights camping here in the brushwood. But now old Pops is doing his best to tarnish my fond memories. Die Sonnenfinsternis war, glaube ich, noch nicht da, nee. Großes Väterchen. Old Pops is a fish. The biggest fish in the lake. Na dann. Ja. Ja, okay, dann müsste es eigentlich trotzdem. Ja, okay. Was hat dir dieser Fisch getan? What didn't he do? This fish has haunted my dreams for, oh, what seems like ages. Old Pops, that evil fish, he has it out for me, I'll have you know. I was out on the boat with my husband, Farid, an anniversary camping trip, when old Pops leaps out of the water and snatches my wedding ring right oh. off of my finger. Das klingt sehr schwer zu glauben. Bist du sicher, dass es genau so passiert ist? It's not the first time he's pulled something like this. He's taken glowstones and bracelets. Sneakiest thief on the islands, that fish is. Großväterchen frisst nur Wertsachen. Warum soll er es auf dich abgesehen haben? Ja. Well, some of those folks might be trying to cover up the fact they misplaced their precious items. It's easy to blame it on a fish. But he really did eat my ring. Mm-hmm. People round here talk about old Pops like he's some sort of magical fish with healing properties or some nonsense. They say when you stare old Pops straight in the eye, he conjures an image of what you want most in this world. Ooh. It makes that thing seem real to you, as real as day. Say, what would old Pops make you think of? What do you treasure most? Adventure? Painting? Ja, Kunst. You know, I never gave much thought to art having importance and all that. I suppose it does, though. I know my Farid would love to have an artist rendering of him with old Pops. That's enough reflecting for the time being. You and I, people of action. I don't suppose you'd be willing to help me get my wedding ring back. Ja, natürlich. Und das mit Familie habe ich eher zu spät gelesen. Sorry. glaubst du, es ist sicher? Ja. Of course, of course. He's a big old fish, but you're strong. Will you get that ring for me? Sicher. Excellent, excellent. Old Pops, better watch out. Our new traveler friend is a-coming for ya. For ya. You got a fishing pole? You're not gonna be catching old Pops without one. Maybe not even with one, that floundering foe. No doubting you could find one in Nava if you've got some glowstones to spare. Don't know too much about him, other than he's a big one. Betting he's a sandfish by the size of him. You stay careful round old Pops, you hear? He has it out for us, especially boaters and fisher folk. Angelroute
Da ist doch eine. Kann ich die haben? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Dann haben wir noch eine Quest. Tückisches Teilchen ist aber nicht die Quest. Die kleinen Mäuse. Ein bitterer Fisch. Okay. Kommen denn dann. Wir haben ja sau viel zu tun hier. Gut. Dann gehe ich nochmal zu dem Spiegel. Weil, genau, die Sarah meinte, dass die Sonnenfinsternis noch nicht war. Und die ist ja immer mittags. Also müsste es noch klappen. Also müsste es noch gehen. Okay, du kommst mal her. Und stellst dich mal so hin irgendwie. Und du stellst dich mal... Keine Ahnung. Warte. Den sehe ich ja dann gar nicht. Warte, vielleicht hier drauf? Muss man dann den Winkel herausfinden? Ich mache es, glaube ich, voll falsch gerade. Ja, der schwebt gerade eh ein bisschen. So, ich muss es... Warte mal. Ich muss es zweimal reflektieren, aber wie soll ich das schaffen? Zweimal reflektieren. Muss ich mit dem noch irgendwas machen? Irgendwas reintun? Eine Kerze? Nee. Warte, ich schau noch mal den letzten Teil. Du sollst dich nicht wehren. Nicht nur einmal, sondern zweimal musst du es reflektieren. Nur dann. Ach so, nicht nur einmal, sondern zweimal muss ich es reflektieren. Also ich muss nicht einen Spiegel nehmen, sondern einfach zwei wahrscheinlich. Also, weil sonst ich kann es ja nicht rein und wieder raus und ja, nee. Ja, aber jetzt kommt die Sonnenfinsternis. Yay. Ich check das nicht. Okay. Ich baue es einfach so auf, wie ich denke, dass es sein könnte. Also quasi von da nach da, von da nach da, von da nach da drüben, so ungefähr. Aber also jetzt ist es ja eh zu spät. Genau. Gut. Sarah sagt nichts, Sarah sagt nichts. Oh Mann, wahrscheinlich ist es ja so obviously und ich check's nicht. Genau, ja, aber jetzt ist es ja zu spät. Gut. Dann gehe ich jetzt mal zu dieser Vogeltante, verkaufe mein Bild. Und vielleicht nochmal den ersten Teil lesen. Okay. Okay, dann lesen wir nochmal den ersten Teil. Ist es noch nicht zu spät? Okay. Okay, also. Gut, also, wenn der Himmel wieder blau ist und die Sonne wieder scheint, nachdem er rot und kalt glimmte.
Ach so, meinen die nach der Sonnenfinsternis und nicht nach der, nach dem Sonnenaufgang. Werde ich mein Licht auf dich richten, aber zögere nicht. Wenn die Luft sich gold färbt, lösche ich das Licht. Also quasi dann zwischen Sonnenfinsternis und Abend quasi dann. Okay, ja, Kalk klimmt, also er klimmt ja kalt quasi. Jetzt. What? Ach so. Na gut. Warte. Verdammt. Gerade hatte ich's doch. So ist das Maximale. So, treffe ich den? Schon, oder? Ja.